Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren, wir diskutieren heute über die Zukunft Europas im Deutschen Bundestag und müssen uns klarmachen, diese Debatte wird in Europa verfolgt. Und deswegen müssen wir auch über die großen Herausforderungen, großen Chancen für Europa reden. Und ich finde, so wie es die Große Koalition, auch zum Teil die FDP gemacht hat, geht das nicht. Wir dürfen das nicht kleinmütig und kleingeistig machen, sondern wir müssen das groß machen und mutig und nach vorne diskutieren. Wir müssen uns historisch auch angucken, was passiert 2018. 20 Jahre Euro-Einführung feiern wir dieses Jahr. Ein glückliches, ein freudiges Ereignis. Das wird überschattet von 10 Jahren Finanzkrise in Europa, eine Bank- und Wirtschaftskrise, die zu massiven politischen und sozialen Verwerfungen in ganz Europa geführt hat. Und das haben Jean-Claude Juncker und Emmanuel Macron verstanden. Sie haben Vorschläge vorgelegt. Und Europa, Macron, Juncker, die warten seit 7 Monaten, seit dem September 2017, seit der Bundestagswahl, dass Deutschland endlich darauf eine Antwort gibt. Und bisher gibt es keine Antwort. Es gibt nur Nein, Nein, Nein von der Bundesregierung. Ich finde das wirklich peinlich und verantwortungslos von dieser Bundesregierung. Denn wir haben doch auch ein historisches Zeitfenster, was wir jetzt nutzen müssen, das sich aber auch schnell schließt, weil im Herbst ein Europawahlkampf beginnt. Und wir müssen noch gucken, dass natürlich auch der Euro nicht krisenfest ist, dass natürlich auch bestimmte Defizite behoben werden müssen und dass deswegen auch Deutschland auch jetzt in die Verantwortung gehen muss. Und gerade der EWF, der Europäische Währungsfonds, wäre ja auch eine wichtige Antwort darauf. Es gibt andere wichtige Antworten, zum Beispiel, dass wir mehr Investitionen in Europa haben, dafür auch neue Finanzmittel bereitstellen. Die Vollendung der Bankenunion mit einem Backstop sind wichtig. Es gibt viele Fragen, worauf Europa eine Antwort braucht, wo Deutschland eine Antwort geben muss. Und wenn Deutschland diese Antwort nicht gibt und das weiter verschleppt und Merkel weiter das verzögert und diese historische Chance verstreichen lässt, dann ist das, glaube ich, wirklich verantwortungslos von dieser Bundesregierung. Deutschland wird so zum Systemrisiko für ganz Europa. Zum Europäischen Währungsfonds. Ich glaube, wir müssen hier auch zwischen zwei Konzepten unterscheiden. Es gibt den Vorschlag der Kommission innerhalb der Gemeinschaftsinstitutionen, kontrolliert vom Europäischen Parlament, mit der Europäischen Kommission angebunden. Den gibt es, wobei wir auch klar sagen, das kann man sehr gut vereinbaren mit den Rechten des Deutschen Bundestages, für die wir einstehen. Das kann man sehr gut vereinbaren auch mit einem Vetorecht, so wie es das Bundesverfassungsgericht vorschlägt. Das muss man ausgestalten, aber das ist möglich. Was die Unionsfraktion jetzt macht und das auch auf die FDP gemacht hat, ist hier einen Etikettenschwindel fortzuführen. Sie wollen das de facto umwandeln in eine intergouvernementale Aktion und einen ganz anderen Fonds, nicht in den Gemeinschaftsinstitutionen, weil sie denen nicht vertrauen, sondern sie wollen damit im Gegenteil die Kommission schwächen, außen vor lassen und gleichzeitig die Haushalte der Staaten disziplinieren, kontrollieren und ihnen vorschreiben, was sie mit der Haushaltspolitik machen sollen. Also die gescheiterte Kaputtsparpolitik in Europa mit einem anderen Europäischen Währungsfonds vorsetzen. Das nenne ich eine Etikettenschwende, das wäre eine Troika forever und das würde Europa nicht zusammenbringen, das würde Europa massiv spalten. Und ich frage mich eigentlich, wo ist eigentlich die SPD in dieser Debatte? Die SPD hat massiv bei ihrer Basis geworben für den Koalitionsvertrag mit dem Europakapitel. Sonja Steffen hat es gesagt. Sie hat gesagt, das war das erste Kapitel im Koalitionsvertrag, ein neuer Aufbruch für Europa. Bisher sehen wir eine neue Blockade für Europa von dieser Bundesregierung. Und die Frage ist doch, die Unionsfraktion rennt Sturm gegen das, was diese Bundesregierung eigentlich machen müsste, was zum Teil auch der Koalitionsvertrag vereinbart hat. Die SPD hat jetzt das Finanzministerium, was dafür zuständig ist. Und ich frage mich, wo ist in dieser Debatte eigentlich der SPD-Bundesfinanzminister? Wir hören nichts von Olaf Scholz dazu. Es gibt ein lautes Schweigen. Ich rede nicht über diese Debatte hier im Bundestag, ich rede über die gesamte mediale Debatte. Dazu hören wir nichts von Olaf Scholz. Er lässt die Union einfach laufen und gegen Europa Stimmung machen. Ich finde das wirklich erbärmlich und ich finde, die SPD und der SPD-Bundesfinanzminister muss endlich handeln und Position beziehen. Und ich glaube, Olaf Scholz muss sich nachher auch entscheiden. Will er das umsetzen, was Martin Schulz in die Koalitionsverhandlungen gegen die Union in den Koalitionsvertrag reingebracht hat? Oder ist er in der Tradition von seinem Vorgänger Wolfgang Schäuble? Ich meine, die CDU hat sich ja bitter beschwert, dass sie das Finanzministerium an die SPD abgeben musste. Angesichts der letzten Wochen und des Agierens von Olaf Scholz am Anfang bin ich mir nicht sicher, bei welcher Partei gerade eigentlich das Bundesfinanzministerium liegt.
Bei den Grünen liegt es nicht, aber ob es bei der SPD liegt, Kollege Fricke, oder ob es bei der CDU liegt, das wissen wir nicht genau, muss man fairerweise sagen. Jetzt ist doch die Zeit, Europa groß zu denken, nicht weiter zu blockieren, nicht kleinmütig, nicht kleingeistig zu diskutieren, immer nur etwas abzuwehren, sondern eigene Vorschläge auf den Tisch zu legen, Europa sozialer, demokratischer, auch krisenfester zu machen, diese historische Chance zu nutzen und auch diese historische Verantwortung, die wir hier im Deutschen Bundestag haben, wahrzunehmen. Das müssen wir machen. Jetzt zusammen Vorschläge vorlegen, wie man mit Macron und Juncker Europa weiterentwickeln kann und nicht weiter Europa blockiert. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Eckhard Rehberg für die CDU-CSU-Fraktion.